noch genug der Worte, Taten warten. Ich gehe in das Bauhaus und suche mit Bedacht eine Axt für meine Frau aus und warte auf die Nacht. Sie ist die Tochter eines schönen Heizchirurgen, von dem wird sie immer schön glatt gezogen. Deswegen sieht sie so gut aus, der Mann verdient Applaus. Jawohl, denn er hat den Bogen raus. Wirklich entzückt und habe ihm zurückgeschrieben und habe ihn gefragt, ob er nicht vielleicht mal spontan Lust hätte, mit mir eins von den Liedern, die er auswendig kann, zusammen aufzuführen. Und siehe da, er hat Lust und er hat Zeit und er ist heute hier. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie meinen Spezialgast auf dieser Bühne aus Berlin, Pau Engelbrecht. Er wollte gerade die Unvollendete vollenden. Typ mit einer Sense war, der sprach: Schubert, deine Tage sind gezählt. Deshalb von seinem letzten Stück das letzte Stück fehlt. So, ich glaube, wir müssen jetzt die Kassette wechseln. Was war das für ein Zeichen? Sie hat gerade so gemacht. Gut, ich erkläre nochmal. Also wenn Una so macht, dann heißt das, das ist der Wechsel. Dann habe ich ja Pause jetzt. Ne? Wie lange habe ich frei? Ach so, pudern. Muss ich gepudert werden? Sollen wir das hier machen? Andere Seite. Wo denn? Hallo. Ach komm, komm ruhig auf die Bühne. Das ist meine Maskenbildnerin. Ja. Hallo. So. Alter, ich werde gepudert. Super. Als ich das letzte Mal gepudert wurde, ist, glaube ich, 27 Jahre her oder so. Gut, aber heute nur im Gesicht, ne? Ist, ja. Ist da jemand aufs Klo gegangen? Wir können noch weitermachen. Gut, wir können noch nicht weitermachen. Da ist noch jemand auf dem Klo. Hat sie gesagt, wie lange sie bleibt? Oder? Wenn du da nicht aufpasst, dann... Oh nein, das kann ja wohl nicht sein. Laufe ich in denselben Haufen zweimal rein. Scheiße! Okay, welcher Hund hat da hingekackt? Ja, ich weiß nicht, muss ich nochmal... Ja, ach komm, ne, alles klar. Soll ich die Brille abnehmen? Du Puderluder. Entschuldigung. Für einen Reim verkaufe ich meine Mutter. Ich weiß. Manchmal wär ich auch ganz gern eine Frau. Pause. Bis gleich. Cool. Ich habe auf dem Monitor schon geguckt und an den Close-Up angeguckt. Gerne. Dankeschön. Na? Viel Spaß noch. Wünsche ich dir auch. Ne? Tschüss. Konstanze? Regie? Na, Regie. Okay. Ja. Okay. Wie verhindern wir das denn bei normal? Alles okay bei euch? Da muss er durch. Hit it. Yes. Heute noch Praktikantin im Weißen Haus und hättest ab und zu ein Rendezvous mit W, dann säß im Nu, juhu, mit seiner Präsidentschaft
scheiße aus. Ich würde tatsächlich gern noch einen besonderen türkischen Dialekt vorsingen, der in Kreuzberg gesprochen wird, wo ich ja schon seit einigen Jahren wohne, und der ist wirklich wunderschön. Sing ich korrekt für dich, weißt du? In alle Sprache, ey, krass, wie heißt du eigentlich? Ah, scheißegal, ich liebe dich. Ah, viel zu kühl, Eddie. Viel zu kühl. Danke, dass Sie mir gestatten, noch eine Zugabe zu spielen, meine Damen und Herren. Das trifft sich gut. Man hat mir nämlich gerade gesagt, es gab im ersten Teil ein Problem mit der Aufzeichnung. Die Steppnummer hat leider nicht geklappt. Wir würden es gerne nochmal machen. So, ich muss mich nur halt dafür wieder umziehen. Ich war erste Hälfte gelbes Hemd, blöd, ja. Wenn Sie Lust haben, wenn Sie Bock haben, die Steppnummer nochmal zu sehen, bleiben Sie gerne da. Wo? Kann das Mikro gleich durchschieben? Hier kann ich die Schuhe aufmachen. Ist gut, ist alles gut. Okay. Wird das gehen so? Okay. Danke euch. Deutlich besser. Vielen Dank. Toll, dass ihr noch da seid. Großartig. Toll, dass ihr diesen Abend mit mir verbracht habt. Danke. Das war übrigens der schnellste Umzug meines Lebens, gerade wie so ein Boxenstopp, ja, echt so fünf Leute werkeln an dir rum. So, machen wir das Ganze nochmal. Sagt ihr los oder so? Oder soll ich einfach mal anfangen? Ich bin nämlich unterwegs. Und zwar unterwegs in Berlin. Das ist die Stadt, in der ich wohne, und ich gehe durch irgendeine verkehrsberuhigte Zone. Und während ich da so den Bürgersteig überquer, schaue ich einer hübschen Frau hinterher, als plötzlich... Dankeschön! Das hat sehr viel Spaß gemacht! Macht's gut, danke, ciao!